Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4. Wir haben das letzte Mal die Höhle mit dem Feuer da erfolgreich gemeistert und sind jetzt nun wieder auf dem Weg zurück nach oben. Ja, wir haben eine Person gerettet, haben die Motivation erhöht, haben einiges an Glycerium gesammelt, also da gab es wirklich, wirklich viel. 499, das ist perfekt. Haben die Höhle auch komplett erforscht, so muss es sein. Das ist doch mal sehr, sehr wild. Ja. Perfekt, haben wir doch viel geschafft im letzten Part. So wie kann man das immer sagen. So, und wir sehen gerade, haben wir vor allem auch wieder einiges an gelben Pikmin. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir aber lieber erstmal jetzt nur mal 10. Hier 11 und den Rest lock mal mit den normalen auf. Das muss reißen. So. Jetzt gibt es eine Sache, die ich mir aus jeden Fall noch beantworten wollte. Das ist ein Teilgebiet, was wir bis jetzt noch gar nicht angeschaut haben. Weil ich jetzt erst gerallt habe, dass man den Zaun mit den gelben Pikmin ja kaputt machen kann. Das ist ein bisschen mein kleiner Plan für diesen Part, nämlich hier. Ich mal die 10 Stück immer mal hier hinwerfen. Dauert das natürlich ein bisschen, bis die Arbeit gemeistert haben, weil die eben nur so schön sind, aber ja, mach's halt. Dann schauen wir mal, was da hinten ist. Und Spoiler, das wird auch noch einiges an schönen Sachen sein, die wir zu erkunden haben. So, perfekt. Die können wir mal von 2 Pikmin zurückbringen lassen. Und das Hauen ist auch gleich kaputt, wie es aussieht. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Jawohl, perfekt. Das am Ende war doch ein bisschen hartnäckig, aber jetzt funzt es. So. Jetzt haben wir doch gleich mal, was uns hier erwartet. Ui, das ist einiges. Okay, das ist echt einiges. 25. Boah. Das ist fett viel. So. Geh mal das, den ganzen Rest hier zurück. Und ich werde währenddessen das mal veranlassen, dass die Papiertüte da nach unten kommt. Da kann man nämlich auch besser entlang gehen. Erstmal tun wir das Ding probieren zu töten. Oder lass es einfach sein. Gut, wir haben selbst genug dafür. Das ist sehr gut. Sagte ich gerade kurzzeitig, dass es doch Stress geben wird, aber wir haben es. Glück geschafft ohne Stress. So, und dieses Blau ist quasi unser Shortcut. Das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir uns mal die ganzen anderen Pikmin wiederholen. Allen voran die roten, weil die können wir gut loswerden, weil davon haben wir halt erst sehr viel. Was hat nur erste Maß, haben wir jetzt hier hinkommen, ne? Aber vielleicht jetzt selber einen anderen Umweg, aber das ist auch noch eine Sache, die ich so ausfinden will, weil ich will jetzt schon möglichst viel erkundigen, das ist für mich ganz klar. So. Auf dem Kleinen haben wir auch schon einiges drauf. Jawohl, keiner ist gestorben, perfekt. So muss das. Und alle nichts zu tun haben, kommen gerne mal wieder hierher. Keine Ahnung, ob die Tauben jetzt irgendwie böse sind. Nicht, dass ich es wüsste, denke ich mal. So. Ich höre hier ein böses Tier irgendwo stehend. Weiß gerade nur nicht wo. Aber holen wir jetzt doch so alle erstmal mit den ganzen Pikmin zurück. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger. So. Und vor allem müssen wir ein paar rote nochmal nachmachen. Können wir hier auch ganz gut. Okay.
das bringt Event das und das ist zurück und das hier und ich warte einfach die kurze Zeit jetzt, bis das geschehen ist und dann gehen wir einfach alle zusammen nochmal ein bisschen weiter. Perfekt. Er hat es angerufen, supidupi. So, weiter geht's, meine lieben Freunde. So, hier wird es nämlich, glaube ich, noch sehr spannend werden. Oh, jetzt ist irgendwann auch Nacht. Ich würde ganz gern einfach schaffen, bevor der Tag vorbei ist. Ist hier irgendwas drin? Was ist doch hier? Vielleicht auch nicht. Sehr komisch. So, hier kommen wir auch nochmal 5 hin. Das habt ihr auch 5. So. Ich würde ganz gerne nochmal so Basis gehen, die Pikmin ein bisschen tauschen. Weil ich einfach ganz gerne mal mehr Route haben will, weil die, glaube ich, jetzt gerade primär wirklich wichtig sind. Damit einfach nicht viel anderes irgendwie unnötig kaputt gehen soll. Also brauchen wir also erst alle Pikmin. Deswegen warten wir mal hier, bis die anderen jetzt noch da sind. Das kann ich aber jetzt trotzdem so machen. Ahnung, wir dürfen jetzt einfach nochmal ein paar zurückrufen. Mit denen die aufstocken. Davon reißen ja auch 5. Stocken wir das auch noch hier mit auf. So, die pflücken wir gleich. Moinsen. Perfekt, perfekt. Haben wir gleich ein Baby-Pikmin hier mit am Start. So muss das doch. So, mit Plus kann man uns das für nicht Tablet hier aufrufen. Das ist auch supi. Können wir sehen, wo da noch Sachen sind. Das ist noch für den nächsten Part relevant. Was ist noch einmal durchgegangen? Sagen wir vor, wieder Nacht ist. Also hier ist auch noch Staff da oben. Müssen wir auch sagen, wie wir dann dorthin kommen. Ob das müssen wir zuerst die Brücke da oben fertig bauen, was auch eine Sache ist, die wir uns im nächsten Part jetzt mal vornehmen könnten. So, da haben wir erstmal überall drauf. Nein, nein, nicht verrecken, Pikmin. Danke. So. Der Rest kommt wieder hierher. Danke. Da haben wir es ja. Am besten einfach von hinten dran. Perfekt. So. Die restlichen Pikmin kommen gerne hier hin. Ich konnte nämlich noch dabei helfen, die Brücke hier weiter zu bauen. Ja, jetzt da fehlen nämlich noch einige. Oder halt auch nichts. Auch okay. Ach, die holen mir so Zeugs, verstehe. Sehr gut. Ich frage jetzt, ob wir das schaffen, bevor es nachts. Ich glaube nicht. Shit. Lass mir nur noch so die was anbauen und dann müssen wir erst dann erstmal zurückkommen. Und den Rest werden wir dann wohl im nächsten Part erst fertig machen können. Weil ich finde, die Zeit ist erst ein bisschen knapp. Weil das die paar noch angebaut werden, ich mir selbst relativ wichtig. Ich hoffe, dass es noch einigermaßen klappt. Stopp, ihr kommt mal bitte alle her. Ja, komm. Ja, komm. Oh, shit. Müssen wir uns erst beeilen. Ja, ein paar werden es, glaube ich, leider Gottes sterben. 4 Stück.
Ich glaube, die bekomme ich leider Gottes nicht mehr hergeholt. Kommt, schnell! Kommt! Schaffen wir! Komm! Die bleibt allesamt jetzt hier. Boah. Da haben wir echt Glück gehabt, ey. Abends das letzte irgendwie geschafft, dass alle Pikmin wieder hier sind vor Nacht. Das ist echt unglaublich. Das hätte ich nicht gedacht. Ey, da hatten wir echt Glück. Geisteskrank. So, haben wir an dem Tag viel gerissen. Wie wir jetzt hier in dem schönen Resümee auch sehen können. Und ich gehe zurück vor allem. Die Animationsbombe ist im See tausendmal anzuhauen. Und ich werde gespeichert. Das ist richtig und wichtig. So, jetzt haben wir doch mal den Tag ein bisschen so resümieren, was wir da alles Schönes so geschafft haben. Und dann werden wir den Part auch schon beenden, tatsächlich. So. Bin die Musik immer so silly. Also, wir haben einen gerettet, das ist sehr gut. 5 von 6. Mit 6 gerettet statt 5 haben Motivationen bekommen, haben einiges an Kriterien gesammelt, was sehr, sehr wichtig ist. Haben wir jetzt nur 43%, also es wird langsam mehr und es wird immer noch einiges. Wir müssen ja ein bisschen anspurten, sonst sind wir erst weit daher, aber es wird. Da bin ich ganz zuversichtlich. So. Also, in dem Sinne, liebe Leute, also das ist ja bla bla bla. Also. Künstlicher Tiefschlaf, also, okay. So, ja, das ist jetzt alles jetzt nicht so relevanter Text. Also, liebe Leute, das soll es dann auch so mit dem Tag gewesen sein. Und am nächsten Tag geht es im nächsten Part weiter mit Tag 8. Bis dahin, macht's gut. Und ciao!